Manchmal muss man erst einen Schritt zurück machen, um dann zwei Schritte vorwärts zu machen. At the buzzer. Oh, he knocks it down. So, moin Sportsfreunde. Ja, das hier ist der Zoom Freak 5, also der fünfte Signature-Schuh von Giannis Antetokounmpo, wenn das wirklich so ausgesprochen sein Name ist. Ich hoffe, er verzeiht mir. Und ja, wie performt dieser Schuh am Ende des Tages? Was wollte ich mit dem ersten Satz sagen? Ich bin der Meinung, das hier ist dieser Schuh, wo man erstmal wieder einen Schritt zurück ist. Ich glaube, und ihr werdet gleich auch verstehen, warum. Und ich werde euch sagen, auch egal, werdet ihr gleich merken, der Schuh ist, bringt nicht das, was ich persönlich mir wünschen würde, weil wahrscheinlich so ein fünfter Signature-Schuh auch nicht so richtig wichtig ist. Also es klingt ein bisschen komisch, aber follow me here. Also wir starten Grip. Das Grip ist totally fine. Also ich habe keine Probleme gehabt. Wenn zu viel Staub da ist, dann rutscht ihr mit dem Schuh schon ein bisschen weg. Liegt aber, glaube ich, daran, dass dieses Muster, das ist ja letztendlich sein Logo, sehr eng, sehr, sehr eng aneinander, also sehr wenig Platz zwischen den einzelnen Lines, sag ich mal. Da kommt dann ganz gut der Staub ran und der ist dann, ja, kann sich da einfach gut sammeln. Ihr kriegt den aber mit so einem guten, ja, normalen Wipe mit der Hand sehr gut auch wieder ab. Von daher, im Großen und Ganzen ist es solide, das Grip funktioniert, gibt jetzt keine großen Probleme, aber ist auch kein Hall of Fame Grip. Aber ich sage mal, für die meisten Leute völlig ausreichend. Wenn die Halle gut ist, ist es auch wirklich gutes Grip, dann kann man eigentlich nicht meckern. Der hintere Part, das ist ja Nikes Smear Traction, so hieß das, kennt man aus dem GTK 2. Muss ich ganz ehrlich sagen, ergibt für mich keinen Sinn, weil der Hacken ist ein Bereich, wo ich sage, ja gut, ich möchte da nicht wegrutschen, ich möchte da jetzt keine blanke Area haben, aber ich brauche da jetzt keinen Top-Tier-Grip. Und hier ist meiner Meinung nach so, dass der Hacken besser grippt als vorne. Und das ergibt keinen Sinn. Ansonsten habt ihr, sage ich mal, Grip, mit dem ihr, ja, ich denke mal, dadurch, dass das so eng ist, so, also diese Lines auch so dicht aneinander sind, könnt ihr mit dem Schuh wahrscheinlich eine Weile Outdoor zocken. Würde ich es empfehlen? Nein. Gerade Smear Traction, auch die alles, was alles im Hacken ist, ist Käse zum Outdoor-Spielen, weil ihr das hintere, diese großen, das sind ja in dem Fall ja vier, fünf Linien, diese großen 4-5 Linien, die Kamera auf und nicht fokussiert, die sind von innen hohl. Damit dieses Smear Traction funktioniert, muss das von innen hohl sein. Das heißt, wenn ihr da zu weit runter brennt sozusagen, weil ihr einfach Grip abreibt, weil ihr auf Asphalt spielt, dann habt ihr hier irgendwann Grip, das offen ist sozusagen, dann ist sozusagen in der Mitte davon Luft und dann zerstürzt wahrscheinlich binnen Sekunden. Deshalb würde ich den nicht für Outdoor empfehlen, den Schuh. Da habt ihr mit dem Immortality 3, also dem Budget-Modell, einen deutlich besseren Schuh für Outdoor. Dämpfungstechnisch ist, glaube ich, der Punkt, wo ich nicht überzeugt bin. Und das ist auch das, wo ich jetzt sozusagen gleich euch sage, warum ich nicht ein Problem mit diesem Schuh habe. Ich werde den Schuh nicht schlechter machen, als er ist, aber wo ich sage, I don't like it. Wenn da nicht Zoom Air Zoom, so rum, draufstehen würde, hätte ich es nicht gekauft, ehrlich gesagt. Dann hätte ich gesagt, ist vielleicht gar nicht drin. Dieser Schuh, der Zoom Freak 3, der hat auch Air Zoom hier stehen, genauso wie dieser Schuh es hier stehen hat. Und meiner Meinung nach in Sachen Bounciness, also wie ihr euch einfach fühlt, ist der Zoom Freak 3 um Welten besser. Und das ist irgendwie, also um Welten ist übertrieben, aber er ist einfach besser. Er fühlt sich einfach, was das angeht, besser an als der Zoom Freak 5. Und das finde ich ein bisschen komisch. Ich weiß nicht genau, was das soll. Ich weiß nicht genau, warum man sich diesen Gedanken gemacht hat. Der Rest ist eigentlich relativ gleich, wobei auch zum Beispiel das Grip vom Zoom Freak 3 deutlich besser ist. Also es grippt deutlich härter als dieses hier. Und auch die Optik ist deutlich geiler als dieses hier. Aber wie gesagt, ich bin ja gar nicht hier, um diesen Schuh schlecht zu reden. Das war jetzt eigentlich gar nicht meine Intention, aber das ist halt das, warum ich meine, einen Schritt zurück, um dann vielleicht zwei Schritte nach vorne zu gehen. Der Zoom Freak 4 war okay, don't get me wrong, der war nice und so, aber der Zoom Freak 3, das war bis jetzt Peak der Line, das war der beste Schuh. Auf jeden Fall, Dämpfung, ihr habt Dämpfung im Vorderfuß, aber sie ist nicht so, wie ich sie mir wünschen würde. Es gibt vergleichsweise im selben Preissegment, auch von Nike, zum Beispiel der Jar,
der Jar 1, der hat auch vorne die Zoom-Unit drin. Die fühlt sich viel bounciger an als diese hier. Woran es liegt, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe absolut keine Ahnung, woran es liegt. Kann sein, dass diese hier schmaler ist als die vom Jar oder auch als die im Dreier gewesen ist. Ergibt es Sinn? Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Long story short, ihr fühlt euch aber dennoch nah am Boden und halt, ich sag mal, das ist genau das, wo ich immer dachte, ey, komm, komm, Giannis gilt als bester Spieler der Liga. Mach doch bitte diesen einen Step. Und zwar wohin? Dahin. Das ist ein Kobe 4 Pro Tro, tut aber nichts zur Sache. Ich hätte auch den Kobe 8 oder den Kobe 5 oder den Kobe 6 habe ich nicht nehmen können. Weil eigentlich, Giannis hat vorher die Kobes gespielt, bevor er seine eigenen Schuhe gekriegt hat. Und die Schuhe sind immer sehr nah dran gewesen an den Kobes. Also auch von der Optik, von allem her eigentlich. Halt nicht ganz so geil, aber ging in die Richtung. Aber immer die sehr, sehr Budget-Variante. Der Schuh hier beispielsweise... viel besseres Grip, das Material ist besser, fühlt sich alles insgesamt viel mehr nach Premium an. Die Zoom-Unit, okay, haben sie beim Vierer verkackt, warum auch immer sie die Zoom-Unit nach hinten in Hacken gelegt haben und dafür vorne nichts. I don't know, nichtsdestotrotz, hammergeiler Schuh, aber darum geht's gar nicht. Aber ich habe gehofft, dass sie mit dem 6er, mit dem 5er da hingehen. Und das, wie gesagt, ist jetzt final das, was ich auch sagen will. Ich hoffe, dass sie mit dem Freak 6 da ankommen. Und ich denke auch, dass sie es tun werden. Ich denke, sie werden den Preispunkt anheben, vielleicht um 20 Euro, dass hier so bei 150 Euro liegt und dann aber einen absoluten High-Performer kriegt. Der hier, wie gesagt, er ist mediocre. Ich kann euch jetzt noch sagen, das Material, es tut seinen Job, es ist okay, es ist nichts weiter Besonderes, es ist dünnes Material, was aber seinen Job tut, hält euch gut im Fußball und alles ist alles cool. Also der Schuh ist einfach ein solider Performer für seinen Preis, aber, und das ist das Ding, der Markt ist aktuell sehr, sehr eng, ihr kriegt sehr gute Schuhe für verhältnismäßig auch weniger Geld und es gibt in diesem Preissegment so 120, 130, 140 Euro gibt es bessere Schuhe. Auch wenn der hier definitiv eine gute Option ist. Ansonsten, der Schuh ist verhältnismäßig einfach für normale Füße geeignet. Was gut ist, ist, wenn ihr breitere Füße habt und ihr wollt eine halbe Größe oder so hochgehen, vielleicht sogar eine Größe hoch, wobei das sehr, sehr viel ist. Der Schuh ist im Hacken so gut, ihr fühlt euch da so gut verankert im Hacken, dass eine halbe Größe hoch verzeiht euch der Schuh problemlos. Dadurch rutscht ihr noch nicht mit dem Hacken raus, da würde ich mir keine Sorgen machen. Bei einer ganzen Größe, ja, da müsste man mal schauen, ob man nicht vielleicht mit dem Hacken rausrutscht. Ansonsten, ja, ihr könnt die Einlegesohle könnt ihr rausreißen und durch eine bessere ersetzen, ist gar kein Problem bei dem Schuh, aber viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Also ich will das verhältnismäßig kurz halten, weil es klingt die ganze Zeit so, als mache ich den Schuh jetzt fertig und wahrscheinlich hat jetzt auch die wenigsten Leute von euch wirklich Interesse, außer als sie sagen, ey, das ist aber genau meine Optik. Und da kommen auch sehr, sehr geile Colorways und so. Und wie gesagt, der Schuh ist nicht schlecht. Der Schuh ist schon völlig in Ordnung. Ist vielleicht so wie der Luca 2. Hat mich halt nicht vom Hocker gehauen. Wird auch nicht jeder Schuh tun, weil dafür gibt es einfach zu viele. Aber der Schuh ist definitiv, ihr könnt den kaufen und ihr werdet damit auch zufrieden. Also ihr werdet damit auch glücklich werden, zumindest mal die meisten von euch. Aber ich denke, für viele gibt es eine bessere Option und ich hoffe und glaube ein bisschen daran, dass sie irgendwie mit dem nächsten Schuh, mit dem 6er, spätestens mit dem 7er, wenn Giannis Antetokounmpo so weitermacht wie jetzt, diesen Schritt machen und sagen, okay, wir heben die Line an und packen sie auf eine höhere Premium-Stufe. Das haben sie nämlich mit allen Spielern gemacht, damals mit vor richtig vielen Jahren, mal mit LeBron, peu à peu die Schuhe teurer geworden und ja, ein bisschen auch besser, noch mehr Technik und hast du nicht gesehen. Selbes mit Kevin Durant, da waren am Anfang die Schuhe auch ungefähr bei 100 Euro, inzwischen sind sie dann immer 150, 160 Euro, weil sie den so in die Mittelklasse Premium-Schiene gepackt haben und aktuell halt so Ja und zum Beispiel auch Giannis oder lange auch Paul George, was sehr schade ist, weil die Line war auch interessant, am unteren Preissegment waren. Wie gesagt, guter Schuh, aber ich sag's euch so wie es ist, es gibt bessere Schuhe. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Er hat keine riesen Nachteile, er hat keine riesen Vorteile. Es ist einfach ein Basketballschuh, der absolut seinen Job tut. Und wenn er euch gefällt, dann holt ihn euch und ihr werdet damit glücklich werden. Aber ich habe gehofft, es kommt ein bisschen mehr. Schreibt mir gerne, wie ihr das seht. Oder ob ihr so einen Schuh schon habt und ihr vielleicht, wie gesagt, sagt, naja, ich habe High Performer, bester Schuh, den ich je hatte. Am Ende des Tages sind für jeden auch die Schuhe ein bisschen anders. Jeder spielt ein bisschen anders. Jeder wünscht sich ein bisschen was anderes von einem Schuh. Aber
Naja, ich gebe euch ja nur einen Impuls und dann müsst ihr euch am Ende selbst eine Meinung bilden. Das ist von mir.